Ja, mein Name ist Fred-Holger Ludwig. Ich bin Gynäkologe mit einer jahrzehntelangen gynäkologisch-onkologischen Schwerpunktpraxis und habe vor gut 40 Jahren die Frauenselbsthilfe nach Krebs in Rheinland-Pfalz mitgegründet. Aus dem Grund bin ich auch in den Bereich der biologisch-additiven Medizin bzw. Homöopathie hineingekommen, weil wir im Gesundheitswesen eine Therapievielfalt benötigen und die bei den Patienten immer mehr gefragt wurde, denn gerade zum Beispiel bei den Krebspatienten, Mammakarzinompatienten, ist es so, dass etwa 78% aller Mammakarzinompatienten nebenher ihren Heilpraktiker oder Homöopathen haben. Und deshalb ist es wichtig, dass man im Bereich der heutigen Therapie auf diese Therapieform mit eingeht.